In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du die Farbpalette von jedem Bild, Image, Film, Video, sogar Hollywood-Film innerhalb von DaVinci Resolve fürs iPad anzeigen lassen kannst. Jetzt sind wir hier in DaVinci Resolve. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein paar Images vorbereitet, wo wir jetzt mal gucken können. Nehmen wir zum Beispiel das hier. Jetzt gehen wir rüber auf den Effects-Tab und scrollen runter hier zu Resolve FX Generate. Und da findest du hier Color Palette. Wenn du siehst, das, was ich jetzt ausgewählt habe, da wird auch schon die Color Palette angezeigt. Dasselbe kann ich natürlich auch für dieses Image hier anstellen oder zum Beispiel hier sagen wir, du möchtest das Ganze für so einen Orange Look haben, dann zeigst du das an. Und wie sieht das Ganze aus, wenn wir das drauf tun? Ich zeige dir das mal. Jetzt nehmen wir das hier und wählen das hier an und setzen das da drauf. Wenn du jetzt in den Inspector gehst, kannst du hier unter dem Effects-Tab sogar noch mehr verstellen. Du kannst dir nicht nur die Color-Palette anzeigen lassen, sondern du kannst sogar Shadow-Region, Midtone-Region oder auch die Highlight-Regions anzeigen lassen. Oder wenn wir jetzt zurückgehen zu der Color-Palette, kann ich auch sagen, wie viele der Farben ich denn mir anzeigen lassen möchte. Aktuell standardmäßig sind es 8. Kann hier aber das Ganze auch hochdrehen und zum Beispiel mir 11 oder 12 oder so weiter anzeigen lassen. Und das Ganze kannst du nicht nur für Fotos und Videos machen, das Ganze kannst du auch machen. Sagen wir mal zum Beispiel, du hast einen Film und du möchtest dir aus dem Film die Color-Palette anzeigen. lassen. Dann kannst du sogar Screenshots suchen von dem Film. Zum Beispiel nehmen wir das hier, laden das Ganze hier runter, Save Image, gehen zu DaVinci Resolve, laden das Image rein und bringen das in die Timeline. Jetzt können wir hier den Effekt öffnen und die Color Palette drauflegen und boom, jetzt hast du die Color Palette direkt für diesen Shot und damit arbeiten. Ich hoffe, du konntest was lernen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr Tipps für DaVinci Resolve fürs iPad haben möchtest, dann folg uns auf dem Kanal, abonnieren, subscriben, dingel dingel de bang bang gong und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.